Auf was warten wir Menschen eigentlich noch? Die Bibel sagt im Johannes 3, Kapitel 16, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, ja die Menschen so sehr geliebt hat, dass er sogar seinen einzigen eigenen Sohn Jesus Christus gesandt hat auf diese Erde, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Jesus Christus war die letzte rote Linie von Gott. Er hat seinen Sohn gegeben, alles, was er hatte. Und dieser Sohn wurde als letztes Opfer abgeschlachtet. Gott selbst hat seinen Sohn gegeben, um ihn abschlachten zu lassen für unsere Sünden. Was soll denn Gott noch tun für uns? Wir müssen aufgeben. Wir müssen uns hinknien vor diesem Gott und um Vergebung bitten. Wir müssen Buße tun, umkehren von unseren bösen Wegen. Und Jesus Christus als unseren Herrn, König und Heiland annehmen. Als unseren persönlichen Heiland, unseren Erlöser, der für unsere Sünden gestorben ist. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir können der Hölle und der ewigen Verdammnis und dem Verderben nicht anders entgehen, als dass wir von Herzen wirklich umkehren, auf unsere Knie gehen, Gott um Vergebung bitten für alle unsere Sünden. Und wenn wir glauben, wir sind noch so toll und wir haben alles noch so gut im Griff, wir haben nichts im Griff. Ohne Gott entgleitet uns alles. Und wie viele Menschen sind da schon, denen so viel entglitten ist, die am Ende sind, die merken, dass sie ohne Gott nichts können. Und genau um die kümmert sich Gott. Ich möchte heute dir sagen, genau dir, der du dieses Video siehst, wenn du gerade sagst, hey, ich habe alles verbockt, ich bin komplett am Ende, sei es beziehungsmäßig, sei es gesundheitlich, finanziell oder irgendwie anders. Ich habe vielleicht viele Sachen verbockt, müsste eigentlich ins Gefängnis. Dann sage ich dir, tue Buße, kehre um von deinen bösen Wegen, knie dich hin vor Gott und gestehe ihm deine Sünden. Er wird dich annehmen. Er ist ein gnädiger und barmherziger Gott. Und Jesus sagt auch, dass wir uns taufen lassen sollen, wenn wir Buße getan haben, wenn wir umgekehrt sind, wenn wir unter Tränen bereut haben, dass wir auf dem falschen Weg unterwegs waren. Wenn wir das hinter uns haben, dann sollten wir uns auch taufen lassen im Wasser auf den Herrn Jesus Christus. Gott ist gnädig. Wir müssen aufgeben. Wir müssen aufgeben und das Leben in Jesus weiterleben. Das Leben, das Jesus für uns vorbereitet hat, nicht unser eigenes irdisches, fleischliches Leben. Gib auf. Ich habe auch aufgegeben. Und mit Gott ist es wunderbar. Gib auf. Jesus ist der Herr deines Lebens.